kein sogenanntes Gebet von uns, kein Christ oder Nichtchrist oder Volk Gottes, nicht mal Gott selbst in der Gestalt des Sohnes Jesus Christus, wird von dem Übel, dem Teufel, dem Tod in Ruhe gelassen. Willkommen beim besonderen Podcastchen auf Anfrage. Für mich an ein Kreuz, wo die Liebe floss. Lass mich vor dir knien, nimm mein Leben her. Mache mich ganz neu, ich gehöre dir und für mich. Gut. Aber in der WhatsApp hieß es, was sagt man Menschen, die zweifeln und fragen, warum hat Gott das Leid in der Welt zugelassen? Ganz konkret wurde ich angesprochen auf die Theodizee-Frage. Spannend. Ich habe diese Frage mal anders gestellt bei meinen Treffen mittwochs. Nämlich so, 6 Millionen Juden wurden vergast und die werden wahrscheinlich alle gebetet haben. Das Volk Gottes hat gebetet. Das, was hier angesprochen wird, ja, nennt man Theodizee-Frage. Ich mag die Theodizee-Frage, weil sie keine Antwort auf herkömmlichem Weg gibt. Ich mag diese Theodizee-Frage außerdem deswegen, weil alles menschlich-christliche durch diese Frage die Sinnlosigkeit in unserem Denken aufzeigt, in unserem Denken über Gott. Das Schwierigste bei der Theodizee-Frage für den Menschen ist, tja, Theodizee-Frage bedeutet Gott der Liebe, Gott der Güte, Gott der allmächtig ist, gegenüber dem Elend in der Welt, indem er tatsächlich oft nicht eingreift. Hier gilt es, den Mut zu haben, und die Theodizee-Frage ist wirklich das Beste, was uns passieren kann, und das Furchtbarste. Hier gilt es also, den Mut zu haben, die Nichtigkeit des Menschen zu entdecken. Und für sich selbst die Folgen da heraus in Sprache zu fassen. Was wären das für Folgen? Kurz gesagt, kein sogenanntes Gebet von uns, kein Christ oder Nichtchrist oder Volk Gottes, nicht mal Gott selbst in der Gestalt des Sohnes Jesus Christus, wird von dem Übel, dem Teufel, dem Tod in Ruhe gelassen. Bis der Mensch selbst so tot ist, wie Christus. Will also jemand tatsächlich die Antwort haben auf die Theodizee-Frage, muss er so sterben wie Jesus Christus? Das hört sich komisch an, sonderbar, merkwürdig. Aber genau das schreibt Paulus von Tarsus in dem Brief an die Galater. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und Paulus war nicht physisch am Kreuz, nicht an einem Stück Holz. Er kannte Jesus nicht mal als Mensch persönlich. Und Paulus sagt, ich bin mit diesem Jesus Christus gekreuzigt. Sonderbar, merkwürdig. Also, bei der Theodizee-Frage geht es auf keinen Fall darum, dass Menschen die Frage stellen, wie kann ein gütiger Gott das zulassen? Wie kann ein liebender Gott sich verstecken? Wie kann ein allmächtiger Gott nicht eingreifen? Das sind alles nicht die wahren Fragen. Die wahre Frage ist, ja, was ist die wahre Frage? Überleg selber. Gut, aber in der WhatsApp hieß es, was sagt man Menschen, die zweifeln und fragen, warum hat Gott das Leid in der Welt zugelassen? Meine persönliche Antwort, man sagt nichts. Man leidet wirklich mit. Also nicht mit Empathie, sondern weil man es selbst auch wirklich erleidet, diese Zweifel und diese Fragen.